Der Elite Model Look Contest ist der renommierteste Nachwuchswettbewerb in der Schweiz und hat schon Models wie der Patricia Schmid oder der Nadine Strittmatter zu einer internationalen Karriere verholfen. Die Hoffnung darf sich jetzt die 16-jährige Georgette Kämpfen machen. Die schöne Schülerin aus Brieg ist eine der beiden Gewinnerinnen der Schweizer Endausscheidung und reist morgen ab ans Weltfinale in Prag. Vorher sind wir sie aber noch zuhause im Wallis besuchen und haben ein angehendes Model erlebt, das den gängigen Klischees so ganz und gar nicht entspricht. Das Zimmer teilt sich Georgette mit ihrer Schwester. Nach dem Sieg beim Elite Model Look Contest ist wieder Normalität eingekehrt. Bis noch hat sich eigentlich nicht gross verändert. Ich bin normal in die Schule gegangen, ins Training gegangen, mache weiterhin meine Hausaufgaben, wie man sieht. Georgette geht noch zur Handelsschule und will diese trotz Modelvertrag beenden. In ihrer Freizeit ist sie aber lieber draußen, am liebsten mit Hund Rambo. Und der muss sein Frauchen noch mit keinem anderen männlichen Wesen teilen. Nein, bis noch nicht. Also, da gibt es einen, den ich glücklich schätze, und zwar meinen Hund, der Rambo. Gell? Weil, der Hund ist mein bester Freund und ja, das ist mein Schatz. Oft verbringt sie ihre Freizeit auf dem Bauernhof ihres Vaters und hilft auch mal tatkräftig mit. Ja, ich bin überaus glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, dem Papa hier zu helfen. Und ja, dass ich hier auf dem Bürohof aufwachsen darf. Ich finde das wirklich ganz cool und das gefällt mir. Mir sind die Tiere wirklich super wichtig. Und ich habe sie ganz gerne. Georgette liebt die Natur und die Berge im Wallis. Ihre Neugier auf das Model-Business wirkt deshalb eher überraschend. Irgendwie ist es eine total andere Welt, die mich irgendwie auch interessiert. Und ich wollte euch mal etwas von dieser Welt sehen, nicht nur hier in Wallis, die Berge, die Schule, hier das da, sondern ich wollte euch mehr sehen und durch das Modeln ging das eben gut. Sollte ich mich beißen? Die Eltern unterstützen Georgette, auch wenn die glamouröse Modewelt für sie selbst sehr fremd ist. Bei mir ist schon ich bin mehr geklipft. Bei mir war schockiert, als dass ich Freude hatte. Ich habe nicht gewusst, soll ich lachen oder soll ich flennen. Aber ich schlussendlich bin ich gleich ganz stolz auf Ski, dass sie das geschafft hat. Weil das ist, was ich mir wirklich niemand erwartet. Es ist jeder starker Charakter und starke Wurzeln als Bergkind. Und das wird sie schon. Die brauche mich da nicht. Die geht selber jeden Weg. Die Chancen stehen jetzt gut, dass Georgette als Model viel Geld verdienen wird. Ihre Wünsche bleiben dennoch bescheiden. Ich bin nicht so der Typ, der viel Ausgang geht. Ich gehe sicher an, aber ich bin lieber nicht daheim, gemütlich und chillen, DVD schauen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was ich da gross könnte ausgeben. Mal bei der Familie das Nachtessen zahlen. Mit diesem Lachen ist bestimmt noch viel mehr möglich. Und Georgette wird damit wohl noch so manchen Designer begeistern. Und hoffentlich kann sie mit ihrem sympathischen Lachen am Montag auch die kritische Jury in Prag begeistern. Dann findet nämlich das Finale vom Elite Model Look Contest statt. Wir halten sie natürlich auf dem Laufenden. Hier jetzt im Anschluss Schweiz aktuell. Ich wünsche einen schönen Abend und bis morgen.